herzlich willkommen bei Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir machen die aktuelle Mission einfach weiter, beziehungsweise in Wirklichkeit starten wir, glaube ich, eine neue. Wo ist sie denn? Da. Die Konfrontation. Genau. Da muss ich hin und das ist natürlich viel zu weit. Das heißt, ich muss hier einmal dahin. Also los geht's. Aber das ist jetzt eine 4-Sterne-Mission. Aber die Dreier, die sind wirklich nicht schwer. Das war schon mal relativ klar sagen. Wo ist denn mein Heuschober, Dings, der Heuwagen? Hey! Bäh, das ist ein Scheißwetter. Das habe ich ja wieder blendend gemacht. Die Konfrontation. Mirabeaus Mörder hat eine Spur hinterlassen, folgt ihm und führt den Mörder seiner gerechten Strafe zu. Los geht's. Spannender Ort. Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert. Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Fährte aufnehmen? Bist du jetzt ein Bluthund? Sowas in der Art. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ja, ich kann hier doch, weißt du, in der, wie heißt das, in der Phantomzone wandeln. Also hilft's uns. Aha. Ja, und so Assassinen. Wie ist mein Plan? Ich folge der Spur, würde ich sagen, ist mein Plan. Die Spur endet hier. Bist du sicher? Ja. Ganz sicher. Nein. Warte hier. Genau, ich bin der Mann, du bist die Frau. Mach dich nicht lächerlich, ich lass dich da nicht allein reingehen. Elise. Ich muss das hier allein machen. Bitte. Ich bin der Höhlenmensch. Ich verstehe. Echt? Ich nicht. Vergiss nicht zurückzukommen. Oh. Kriegen wir schon. Geh einfach. Ja, ich gehe ja schon. Doofi. Spur untersuchen, Mörder finden. Also da oben ist auf jeden Fall irgendwer oder irgendwas. Ich bin mir jetzt nicht ganz, ja, ich muss irgendwie noch mal ein bisschen hoch, aber irgendwie müsste ich wahrscheinlich auch reinkommen. Weil der ist ja da sicherlich nicht auf der Brüstung unterwegs, oder? Obwohl, ich hock da auch ganz gern. Oh. Ja, das klappt ja super wieder. Was macht denn der? Thank you.
Na, hallo Mörder. Kann das denn wirklich so schwer sein? Das hat lang gedauert, Pisspot. Ach, wunderbar. Dalek. Ich hätte wissen müssen, dass du mich finden wirst. Die Frage ist nur, was geschieht nun? Du hast Mirabeau vergiftet. Er vergiftete uns. Frieden mit den Templern ist nur ein Armenmärchen. Und du bist der Einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du etwa, das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf, aus dem Nichts zu neuer Macht? Nein. Masyaf, Montiregioni, die amerikanischen Kolonien. Es ist alles schon passiert. Und wir stiegen wieder auf, stärker als zuvor. Ja. Aber nun, wir vergaßen unsere Ziele, Arno. Verstrickten uns in Politik und Revolutionen. Doch wir sind keine Nation. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat. Und nein, ich bin nicht der Einzige, der die Bruderschaft retten kann. Wir können. Gemeinsam. Luke, ich bin dein Vater. Du weißt doch, dass das nicht geht. Gemeinsam herrschen wir über die Galaxis. Belek, bitte. Komm zurück zum Rat mit mir. Wir können das regeln, wie vernünftige Männer. Vernünftige Männer taktieren nicht mit mir. Ein sturer kleiner Bock bist du, oder? So sagt man. Dieses Knopfgedrücke geht mir auf den Geist. Schwächling. Ich hätte dich nie aus der Bastille rausholen sollen. Verräter! Was muss ich denn da machen? Selbstständig denken. Ich kann, Belek. Ich denke nur nicht so. Öffne die Augen, Bursche! Ich sah, wie Templer ganze Dörfer abschlachten ließen, nur um einen zu töten. Einen Assassinen. Sag mir, bei deiner enormen Erfahrung, was hast du gesehen? Ich sah, wie der Großmeister des Templerordens einen verängstigten Weißen aufnahm und wie einen Sohn großzog. Verdammt! Kann es jetzt bitte vielleicht irgendwann mal zu Ende sein? Ja, ich drück ja. Wo ist er jetzt? Der Knaller. Ich hätte dich in der Bastille verrotten lassen sollen. Sag mir, hast du jemals an das Credo geglaubt? Oder warst du schon immer ein verräterischer Templerfreund? Aber so muss die Sache doch nicht enden, Belek. Du bist es, der es so enden lässt. Würdest du verstehen? Wir könnten die Bruderschaft so weit bringen, wie wir es seit 200 Jahren nicht gesehen haben. Ja, jeden zu töten, der nicht deiner Meinung ist, ist die beste Art, sich aus der Asche zu erheben. Du spinnst doch! Pass auf! So. Ist es Pudels Kern. Nicht Mirabeau hat deinen Verstand vergiftet, sie war's. Sie ist das letzte Teil dieses verdammten Wahnsinns. Belek. Dafür wirst du mir danken. Eines Tages. Wofür? Ah!
Zeit, es zu beenden. Du hattest deine Chance, Pitt. Mann, ey, darf ich vielleicht auch mal? Du hattest deine Chance. Ich hab's natürlich wieder nicht geschafft. 3 oder 4 von 5 Schmetterschlägen habe ich hingebracht. Tu es. Wenn du nur eine Unze Überzeugung besitzt und nicht nur ein liebes toller Milchbubi bist, tötest du mich jetzt. Aber mit einem Schmetterschlag, wenn's geht. Ich höre nicht auf. Ich töte sie. Zur Rettung der Bruderschaft würde ich Paris abfackeln. Ich weiß. Gut gekämpft, Bisbart. Jetzt bist du manns genug, es zu beenden. Ja, wenn ich soll. Ich hab kein Problem. Merci, mon ami. Du sollst doch heil zu deinem Sohn zurückkehren, nicht wahr, Bisbart? Was hast du verloren? Durchziehen. Euer Protégé bürgt für Sie. Vertraut ihr ihm nicht? Bis zum Tod, doch ich traue dem Weib nicht. Kann ich euch nicht überzeugen? Ich fürchte nicht. Hä? Dachte ich mir. Chen. 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 Na, wunderbar. Die Konfrontation abgeschlossen. 3 Punkte gekriegt. Nicht umwerfen lassen, nicht geschafft. Und Schmetterschläge auch nicht geschafft. Na toll. Muss ich auch bei Gelegenheit dann nochmal spielen. Aber ich würde sagen, wieder mal ein ziemlich kurzes Let's Play. Ich würde an der Stelle aber jetzt mal wieder eine Pause machen, glaube ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bischof, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monat. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergo diesen Daten schnüffeln, ohne Staub aufzuwirbeln. Wir haben nicht nur geschnüffelt. Wir haben Daten gestohlen, Vorläuferproben zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, spring halt rein. Also, vielleicht ist doch noch nicht ganz Schluss, hm?
wären wir wieder. Zurück im alten, ungeordneten Code. Dieses Mal liegt das Portal über dir. Ein paar hundert Meter. Ein paar hundert Meter. Na, den Ausgang haben wir ja schon mal. Was ist das denn? Eieieiei. Das besetzte den Eiffelturm erreichen. Okay, du darfst nicht lange hier bleiben. Ach, unvollendete Erinnerungen sind zu gefährlich. Du musst einen Ausgang finden. Ich führe dich so gut es geht. Da geht natürlich erstmal wieder nichts. Da geht's durch. La Tour Eiffel. Verstehe. Na. Wie geht's weiter? Einfach geradeaus hoch scheint ja nicht zu klappen. Die Fahne hüpft er mir auch nicht. Ach du meine Fresse! Erste Plattform erreichen, ja. Ich glaube, ins Licht zu gehen ist blöd. Nächste Aufgabe, die Spitze. Gut. Da geht's nicht weiter. Ist das ein Aufzug? Da rein. Boah. Garantiert. Hm? Kommt bestimmt. Ich weiß gar nicht, im besetzten Paris, dass da Flieger rumfliegen, die versuchen mich platt zu machen, das verstehe ich eigentlich nicht so richtig. Oder? Obwohl 44, das kann natürlich schon sein. Ne? Ja, was denn? Oh Mann. Das ist
scheiß Spiel. Also hoch, komm, geh hoch, irgendwo. Oder muss ich jetzt hier auf diesen, muss tatsächlich auf diesen doofen Dinger da hoch. Was heißt denn hier Beeilung, du Kasper? Das ist alles nicht schön. Na, wenigstens was. Jetzt kriege ich auch noch von Blitzen auf die Nase oder was? Das ist ja nicht zu fassen. Weiter, weiter. Oh Mann. Das ist ja echt zum Kotzen. Dann geht die Videosequenz. Ja, und jetzt? Das ist eine doofe Einlage. Kann das bitte jetzt zu Ende sein? Ein Scheiß. Das reicht. Du musst springen. Spring mal halt, mein. So. Die Resistance. Erinnerung abgeschlossen. Fortfahren, ne? Was für ein Scheiß. Ich habe das Gefühl, dass hier die Gelegenheit gekommen ist, um einen Cut zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim voilà, Halt. Danke, Deacon. Lass uns diese Transfers auf ein Minimum beschränken, okay? Ja, hey, das ich auch. Liegt einzig und allein an deinem Novizen, mein Freund. Schließlich hinterlasse ich nicht so viele digitale Fußabdrücke in Paris, dass man sie für kleine Hundehäufchen halten könnte. Notiert, wir rufen dich, wenn wir dich brauchen. Ja, danke. Tschüss. Okay, tschüss bedeutet auch tschüss für euch. Ich mache eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye.